Wir begrüßen Sie bei Redhead Zylinderkopftechnik. Vor uns haben wir einen BMW Touring, 3er Modell, Typ E91, 318i. Und die haben die N43 Motoren oder den Motorentyp N43 drin. Und die sind auch unter anderem dafür bekannt, dass die Probleme mit den Steuerketten bekommen. Und darüber wollen wir heute mal berichten. So, und jetzt sehen wir hier das Auto vor uns. Wir haben mal den Ventildeckel runtergenommen. Was tritt auf oder was ist erstmal der Fehler? Im Motorkontrollleuchte brennt und wir haben Fehler ausgelesen und da ist dann der Fehler drin. Ich sage jetzt mal Nockenwellenverstellung, Einlasswelle, mechanisch defekt oder angeschlagen oder Endpunkte werden nicht erreicht. Ich sag mal, so ein Fehlertext ist da drin. So, und das bedeutet bei dem Motor viel Arbeit. Das ist also, viele hoffen dann, wir tauschen das Steuerventil. Also hier vorne haben wir die Steuerventile für die Einlass- und Auslassnockenwellen. Und die steuern nachher diesen Versteller oder diesen Verstellmechanismus. Das heißt, es wird Öldruck freigegeben oder weggenommen, um dann hier eine Mechanik in diesem Nockenwellenversteller zu verstellen. Die Konfiguration zu den beiden Nockenwellen entsprechend zu ändern. Das heißt, die Nocken nähern sich an oder stellen sich weiter auseinander. Und in dem Moment kann man den Drehmomentverlauf steuern und die Nockenwellen so ausrichten, dass der bei hohen Drehzahlen mehr Leistung hat oder im unteren Drehzahlbereich mehr Drehmoment zur Verfügung hat. So, zurück zum Thema. Was ist jetzt hier das Problem? Wenn man diese Steuerketten tauscht, ist grundsätzlich bei diesen Modellen zu empfehlen, Steuerketten wechseln, kompletten Gleitschienen dann zu wechseln. Und hier haben wir die Konzentration auf die Einlasswelle. Deswegen können wir für den Kunden eine Ursache oder einen Punkt sparen. Und das ist der Versteller oder das Steuerventil für die Auslasswelle. Warum sparen wir uns den? Weil das Ding auch bei BMW zu beschaffen ist und so um die 120 Euro kostet und wir den auch nachträglich dann von außen noch ohne Probleme wechseln können, falls da dann auch noch ein Schaden eintritt. Aber im Zuge des Wechselns jetzt sind vernünftigerweise Einlassnockenwellenversteller und Auslassnockenwellenversteller zu tauschen. Hinzu kommt bei der ganzen Geschichte, hier unten sehen wir die elektronische Lenkung. Es muss alles nach unten weggebaut werden. Das heißt, Teile der Achse werden weggebaut, Lenkung wird weggebaut, weil wir müssen auch die Ölwanne abnehmen können, um nachher die Ausgleichswellen, die unten drin stecken, entsprechend abzustecken. Also das muss alles raus. Nockenwellenversteller machen wir beide raus, weil wenn irgendwann der Auslassnockenwellenversteller Probleme macht, können Sie den ganzen Krempel wieder auseinanderbauen, das will keiner tun. Deswegen sicherheitstechnisch wird dieser ganze Kettentrieb eben mit ausgetauscht. Wichtig ist auch natürlich, den Spanner für die Nockenwellen entsprechend auch mit auszutauschen. Genau, der sitzt hier. Wir versuchen mal, da unten sitzt er, genau. Ja, Schrauben alle mit erneuern, Dichtung natürlich auch mit erneuern. Hier hinten haben wir den Blick auf den Antrieb für die Hochdruckpumpe von der Kraftstoffzufuhr. Die können wir auch mal gerade zeigen. Genau, das ist der Stößel, der auch leicht angekommen ist. Ja, genau. Eventuell müssen wir auch mal sehen, ob wir da was zu erneuern haben. Ja, da kann man es gut sehen. Genau. Die Hochdruckpumpe kann man auch mal gerade zeigen. Ja. Also die hat jetzt nichts damit zu tun hier mit der Nockenwellensteuerung etc., aber auch hier gibt es mitunter schon mal Probleme bei diesen Motoren. Die sitzt also oben. Druckpumpe. Ähnlich wie bei den Pumpedüsen von den VW-Motoren erzeugen Elemente praktisch ihren eigenen Systemdruck über den Nockenwellenantrieb in dem Fall. Und das ist die Hochdruckpumpe bei diesem Motor für die Benzin. Oder VW, Direkteinspritzer. Oder VW, genau. Genau. Da ist das ähnlich. Und hier kann man auch einen leichten Abrieb sehen. Versucht das mal einzufangen hier. In der Steuerkette. Ja, da kann man sehen. So, da gibt es also auch entsprechende Reparaturempfehlungen von BMW. Es gibt, je nach Motorentyp, müssen sogar die Kurbelwellen mit ausgetauscht werden, was sich 2013 dann geändert hat. Da kann man die Kurbelwelle dann drin lassen bei diesen Motoren. Aber davor ist sogar die Reparaturempfehlung, die Kurbelwellen mitzutauschen. Die Gründe und Ursachen sind vielschichtig. Sehr oft bei Motoren, auch bei anderen Aggregaten von anderen Herstellern, ist Öl der verursachende Faktor oder verschmutztes Öl. Das kann man also kaum glauben. Die Kettenlängungen, die dann entstehen oder auch Verschleiß in den Spannern und so weiter, wird durch verschmutztes
Öl verursacht oder falsches Öl, was verwendet wird. Das ist ja auch sehr häufig ein Problem. Wenn jetzt ein 5W30 vorgeschlagen ist, dann muss man auch darauf achten, dass man die entsprechende Spezifikation hat. Es gibt also durchaus Motoren, die dürfen nur eine ganz bestimmte Spezifizierung fahren. Wenn sie die nicht innehalten, kann da dafür Sorge tragen, dass Gleitschienen brechen, dass das Öl nicht entsprechend gereinigt wird. Es gibt also Öle, die in hohem Maße Schmutz aufnehmen können und die Sättigung des Öles also hinausgezögert werden kann, was wichtig ist, um die gleitenden Bauteile in dem Motor, sag ich mal, zu schützen und eben Verschleiß dann durch Abrieb, und damit ist Verkorkung gemeint, damit sind Abrieb aus den Kunststoffteilen gemeint, die dann mit durch das Öl getragen werden und dann Ketten und Bauteile verschleißen lassen. Da muss man also höllisch drauf aufpassen, dass man hier keinen Fehler macht, und da werden so viele Fehler heute mittlerweile erzeugt durch gefährliches Halbwissen oder Unwissen, so muss man es einfach mal sagen. Haben wir hier was vergessen? Naja, eigentlich nicht, außer dass es sehr viel Arbeit ist. Ja, da unterschätzt man also sehr schnell, da ist ein Tag ganz, ganz schnell weg, und wenn es denn reicht, also je nachdem. Man braucht spezielles Werkzeug dafür, Absteckwerkzeug. Bitte niemals ohne machen, das geht zwangsweise bei diesen Motoren in der Regel in der Hose. Alles andere wäre ein riesen Glücksunterfangen, und manche Leute bei den Ausgleichswellen stecken die nicht ab, weil die eben sagen, die Ausgleichsgewichte fallen automatisch von unten. Bei einem quer eingebauten Motor ist das natürlich so eine Sache, die rollen einen weg. Das heißt, hier in dem Fall sollte man wirklich hergehen, Ölwanne ausbauen. Wenn der Motor auf dem Motorständer hängt und manch einer will das riskieren, dann ist das in Ordnung. In dem Fall sollte man es eigentlich lassen. Ja, das erstmal zu diesem Thema. Wir werden das Ganze so ein bisschen begleiten. Wenn es mal alles auseinander ist, dann schauen wir uns das auf dem Video nochmal an. So, ein Stückchen weiter. Die Nockenwellenversteller sind draußen. Hier kann man jetzt unten auf das Zahnrad sitzen oder auf eines der Zahnräder, die unten die Ölpumpe antreiben. Das Zahnrad sitzt jetzt noch leicht geschlupft auf der Kuppelwelle drauf. Vorne ist der Frontteil der Kuppelwelle im Prinzip schon demontiert. Und wir müssen jetzt noch die Ölwanne abnehmen, um hinterher die Ausgleichswellen entsprechend arretieren zu können, so dass die in der waagerechten Position sind. Aber hier ist erstmal alles draußen. Wir schauen uns jetzt mal die Bauteile an, die wir demontiert haben. So, jetzt haben wir hier unsere Steuerkette liegen, unseren Kettenkasten, sag ich mal, das untere Zahnrad auf jeden Fall auch immer mit erneuern. Wenn die Kette verschlissen sind, dann sind auch die Zahnräder im Prinzip mit angelaufen, beschädigt. Das ist der Frontteil der Kuppelwelle, was man hier sehen kann. Ne, das ist also jetzt demontiert. Wenn das angezogen wird, werden die Zahnräder verpresst praktisch und sind gegen Verdrehen gesichert. Daran sieht man aber auch, wie wichtig es ist, die Drehmomentwerte einzuhalten, Sauberkeit, die Schrauben gegebenenfalls zu erneuern und so weiter. Das sind unsere Versteller. Die werden jetzt erneuert und ersetzt. Hier sind unsere entsprechenden hydraulischen Regelventile. Das Einlassventil werden wir auch ersetzen. Das Auslassventil würde BMW auch ersetzen. Wir machen es jetzt nicht, weil man hinterher jederzeit noch tauschen könnte, ohne riesen Komplikationen zu haben. So, hier sehen wir die Neuteile im Prinzip. Und jetzt mögen manche denken, Febi. Febi ist Erstausrüster für viele Automobilisten hier in Deutschland wie auch im Ausland. Die Ketten, die hier drin sind in diesen Sätzen, das sind Ivis-Ketten. Das ist also auch Originalausrüster, Erstausrüster bei deutschen Premium-Marken. Ne? Also hier darf man sich nicht vertun und sich täuschen lassen von irgendwelchen Bauteilen, die man im Internet kaufen kann, von irgendwelchen Achsteilen, und wo man denkt, die sind aber naja und so weiter. Das hier ist Qualität auf Erstausrüsterebene. Ivis ist ein deutscher Produzent, der seine Teile entsprechend bezieht, mit eigenen Prüflaboren und so weiter, auf allerhöchsten Premium-Ebene. Gut, hier kann man die beiden neuen Nockenwellenversteller sehen, die Zahnräder, die entsprechenden Schrauben setzen, der Spanner, genau, Simmering entsprechend hier, Ventildeckeldichtung. Also hier in diesen Sätzen ist alles drin, die sind natürlich nicht geschenkt, ganz klar, aber im Verhältnis zu Originalteilen doch wesentlich günstiger. Ja, das war es erstmal von der Seite. Jetzt bauen wir den BMW weiter auseinander und dann berichten wir weiter, wenn wir hier uns dem Ziel nähern. Also, wieder einen Schritt weiter. Wir haben jetzt mal bei unserem BMW die Achse abgelassen. Das müssen wir auch, um die Ölwanne da rauszukriegen. Ich versuche das mal hier zu zeigen. Die Achse ist also aus ihren Hebepunkten hier raus. Ne? Sonst kriegt man, das zeige ich Ihnen gleich mal. So, hier oben kann man es auch sehen, wie die Achse also raus ist, ne?
aus seinen Punkten. Die ist jetzt ungefähr 10 cm abgelassen. Zusammen mit der Lenkung. Und jetzt haben wir den Blick unten auf den Motor und man sieht auch wunderbar diese Ausgleichswellen, die dafür da sind, um den Motor von seinem Laufverhalten her ruhig und angenehm zu gestalten. Das Problem ist, wenn diese Wellen jetzt nicht entsprechend abgesteckt werden, dazu nutzt man dieses Werkzeug hier hinten, dann läuft der Motor sehr unrund. Dann haben sie genau den gegenläufigen Effekt. Unser Mechaniker, der Martin, der macht das jetzt gerade. Was musste denn alles noch dafür abbauen, neben der? Genau, irgendwann sowieso. Und dann das ganze Saugrohr, weil hier gehen die Wellen her, beziehungsweise hier müsste man das Lineal reinstecken, um zu zentrieren. Ja. Aber man kommt nicht dahin wegen dem Plastik. Genau, deswegen also muss das auch runter. Das ganze Saugrohr abmontieren. Bei der Tour kann man mal einen Blick in die Ölwanne riskieren hier. Das sieht also gar nicht mal so ganz schlecht aus. Wir machen das jetzt alles ein bisschen sauber, aber der Motor selber hat auch noch gar nicht so viel runter. Was hat der jetzt gelaufen? 90.000. Ja, 90.000 und man sieht schon, trotz alledem diese Probleme schon da. Das ist leider Gottes heute ein Problem bei vielen Motoren mit Steuerketten. Ne? So, okay, also, Werkzeug ist hier hinten arretiert. Ne, ist also mit dran. So, die Nockenwellen bzw. die Ausgleichswellen stehen jetzt hier in Position. Und jetzt kann man im Prinzip den ganzen Steuerkettentrieb vorne wieder reparieren, sage ich mal, erneuern. Wenn alles zusammen und fest ist, dann kann man auch den ganzen die ganze Ölwanne wieder montieren. Und ja, dann sind wir wieder in der Rückbauphase. Also wir berichten, wenn dann alles fertig ist und dann starten wir mal gemeinsam den Motor. So, hier haben wir jetzt auch ein paar Bauteile liegen, einfach der Form halber mal mit gezeigt, die raus mussten, um eben die Steuerkettenaktion gestalten zu können. Ne? Jetzt sieht man hier, das Ganze ist also im Rückbau. Unten haben wir die Riemenscheiben schon wieder drauf. Der Keilrippriemen ist montiert. Hier kann man jetzt erkennen, der Einlass-Nockenwellensensor ist neu oder das Steuerventil ist neu. Und der untere Auslass ist noch alt, so wie wir es eingangs gesagt haben. Und hier oben glänzen uns praktisch die neuen Verstelleinheiten mit dem neuen Rahmentrieb, Schrauben entsprechend neu. Und Kette neu, Spanner neu, ne? Den müsste man eigentlich jetzt hier an der Seite sehen können. Da ist er, da glänzt uns die dicke Schraube da an der Seite an. Ja, und jetzt wird er eigentlich soweit alles zusammengeschraubt. Gleich kommt wieder unser Hochdruckpümpchen drauf für die Einspritzanlage. Und naja, da kommt der Ventildeckel drauf und wird alles soweit fertig montiert. Und dann werden wir mal den Startversuch unternehmen hier, ne? Liegen der Kabelbaum entsprechend oder der Motorsteuerkabelbaum, genau, für die Einspritzdüsen und so weiter. Zündspulen, genau. Und wir stecken jetzt mal alles zusammen und dann hoffen wir doch, dass der Motor gleich ordentlich anspringt und der Fehler dann auch beseitigt ist. So, fertiges Ergebnis. Auto ist soweit zusammen. Jetzt will man einfach nochmal starten und gucken, ob soweit alles funktioniert. Aber wir haben eben schon mal einen kurzen Probelauf gemacht und das sieht alles sehr gut aus. Aber wir wollten Sie daran teilhaben lassen. Okay, mal starten. Das sieht alles sehr gut aus. Also wir werden jetzt noch hergehen und nochmal Fehler auslesen, Probefahrt machen. 20, 30 Kilometer sollte man da immer mit durchziehen. Wir haben auch noch den Stickoxidsensor gewechselt, also NOx-Sensor. Und werden auch das Ergebnis abprüfen, weil da waren Fehler mit drin. Und dann sollte es das gewesen sein. An der Stelle würde ich sagen, Gruß in die Welt, Reparatur erfolgreich, alles gut. Bis dahin, ciao.